Sie kriegen ihren Gasfuß einfach nicht unter Kontrolle und verursachen immer wieder schwere Unfälle. So wie dieser Raser heute Nacht in Köln. Viel zu schnell und dazu noch alkoholisiert, verliert er beim Abbiegen die Kontrolle über sein Auto und zerlegt dabei dieses Werbeschild, das eigentlich ihm gilt. Auf dem steht: Null Toleranz für Raser. Null Akzeptanz, möchte man sagen. Der Fahrer wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.